Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation, hier auf www.joelmediatv.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, um mit uns gemeinsam die Geschichte der Reformation und das Wirken der Reformatoren, insbesondere das von Martin Luther, zu betrachten und zu studieren. Heute haben wir eine ganz besonders interessante Folge vorbereitet und bevor wir dort direkt hineingehen, möchten wir gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zurückblicken dürfen auf das Reformationsgeschehen und sehen können, wie du dort Menschen gebraucht hast, einfache Menschen, um dem Evangelium einen großen Wirkungskreis zu geben, um durch einfache Menschen zu zeigen, wie du bist und was das Evangelium bewirken kann. Wir möchten dich bitten, dass wir dadurch Trost und Mut und Hoffnung schöpfen können, dass du auch in unserem Leben uns führst und leitest und eine echte Reformation uns schenken kannst. Gib, dass wir das tatsächlich erleben durch deinen Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Teil 27. Oktober und November 1518. Luther vor Cajetan. Luther war auf dem Weg zu dem Verhör nach Augsburg. Er war ja dort eingeladen worden weil in Rom der Ketzerprozess gegen ihn eröffnet worden war und weil der Kurfürst und auch Spalatin sich dafür eingesetzt hatten, dass die Sache Luthers zunächst einmal auf deutschem Boden äh, verhandelt wird und er nicht direkt sofort nach Rom muss. Am 1. Oktober immatrikulierte sich Johannes Höck aus Zieser. Er war 19 Jahre alt in Wittenberg und auch er wurde zu einem dieser Nachfolger von Luther und Melanchthon. In dieser Zeit bildete sich ein richtiger Kreis von jungen Studenten heraus, die an den Lippen der Reformatoren hängen sollten. Währenddessen, wie gesagt, war Luther gar nicht in Wittenberg, sondern er war unterwegs. Nachdem er bereits in Weimar äh, Stopp gemacht hatte, kam er dann am 4. Oktober ähm, in am 3.4. Oktober in Nürnberg an. Und hier in Nürnberg haben verschiedene Leute, die ihn gut kannten, er war ja mittlerweile recht bekannt und er hatte auch Freunde in Nürnberg, verschiedene Leute haben versucht, ihn dahingehend zu bewegen, bloß nicht nach Augsburg zu reisen. Man hatte Angst um ihn und man fürchtete, dass die Versprechungen der Kirche in Augsburg nicht eingehalten werden würden. Und äh, Luther hat äh, daraufhin eine kurze und knappe Antwort gehabt. Er schreibt hier in einem Brief, ich habe etliche kleinmütige Leute in meiner Sache gefunden, sodass sie auch anfingen, mich zu versuchen, ich solle nicht nach Augsburg gehen. Aber ich bleibe fest, es geschehe der Wille des Herrn. Auch zu Augsburg, auch mitten unter seinen Feinden herrscht Jesus Christus. Es lebe Christus, es sterbe Martin. Und jeder Sünder, wie geschrieben steht, für Luther war klar, er wollte nach Augsburg. Er wollte nicht einfach feige zurückbleiben, er wollte für die Wahrheit einstehen. Der Kurfürst hatte sich eigentlich gewünscht, dass Christoph Scheuer, der in Nürnberg als äh, Jurist auch tätig war, den Luther begleiten würde und ihm als Rechtsbeistand zur Seite stehen könnte. Doch der war leider nicht anwesend, als Luther in Nürnberg äh, ankam. Äh, Scheuerl war es ja auch gewesen, der die 95 Thesen verbreitet hatte und sich eigentlich sehr zum Anwalt auch Luthers gemacht hatte. Das war natürlich ein kleiner Schlag, dass er ihm nicht helfen konnte. Aber stattdessen kam nun Wenceslaus Link mit Luther nach Augsburg. Ähm, er war sein alter Freund gewesen, schon aus den alten Magdeburger Zeiten. Und äh, gemeinsam hatten sie im Orden äh, ja viel Zeit miteinander verbracht und Link war ja auch in Wittenberg gewesen, bevor er dann weitergezogen ist. Dort in Nürnberg hat er auch andere getroffen, zum Beispiel den Lazarus Spengler, der zu einem eifrigen Anhänger dann auch wurde und Luthers Sache hatte sich ja mittlerweile weit verbreitet. Einige Tage später, am 7. Oktober, hat Luther dann Augsburg erreicht. Er war total erschöpft und hatte eine Magenverstimmung, weil so nicht in der besten körperlichen Verfassung für das jetzt anstehende äh, Drama. Er hatte den Schluss der Reise auch in so einem mittelalterlichen Wagen verbracht, weil er nicht mehr aus Krankheitsgründen zu Fuß gehen konnte. Ähm, der Kurfürst hatte dafür gesorgt, dass er in Augsburg eine Unterkunft haben konnte, und zwar im Kloster der Karmeliten von St. Anna, so hieß dieses Kloster. Der Prior, der Leiter des Klosters, äh, wollte in Wittenberg gern seine Doktorpromotion äh, machen und der Kurfürst hatte dann einen Handel vorgeschlagen, wenn du den Luther in deinem Kloster unterkommen lässt für einige Tage, dann spendiere ich dir mit meinen finanziellen Mitteln die Doktorpromotion. Und der, Kur, äh, der Prior vom Kloster St. Anna in Nürnberg äh, dachte, das sei ein guter Handel. Und so kam der Luther hier unter in dem Kloster. Luther hat sofort den Kardinal Cajetan, der immer noch in Augsburg walte, informiert, dass er anwesend ist. Aber Cajetan hat ihn nicht sofort vorgeladen. Luther war ja unterwegs mit einigen ähm, Bekannten und Freunden, auch mit Leonhard Bayer, der ihn schon seit Wittenberg ähm, unterstützt hatte, mit ihm gereist war aus seinem Orden. Und Bayer ist sofort weitergereist, um Staupitz zu treffen, der in Salzburg mittlerweile lebte. Und äh, Staupitz hat sich dann auch entschieden, nach Augsburg zu kommen, um Luther beizustehen. Insgesamt ist äh, Luther in Augsburg sehr positiv aufgenommen worden. Das lag unter anderem auch daran, dass Spalatin sich bereits darum gekümmert hatte, dass etliche Personen da sein würden, die sich um Luther sorgen. Er äh, hat sogar dann nachträglich noch ein kaiserliches Geleit bekommen, dass er ein sicheres Geleit hat. Auch das ist äh, durch diese Freunde geschehen, die Spalatin angeworben hat. Und die wussten natürlich nichts, dass, äh, nichts davon, dass Kajetan und der Kurfürst schon intern abgemacht hatten, dass der äh, Kajetan sehr milde und äh, freundlich mit Luther umgehen sollte. Insgesamt, nicht nur in Nürnberg, auch in Augsburg war also eine Stimmung vorhanden, dass man Angst hatte um Luther. Zwei Tage nach seiner Ankunft am 9. Oktober hat Luther dann ein Gespräch geführt mit einem... Mann, den Cayetan vorgeschickt hatte. Es handelte sich um Urban von Serra Longa, der war ein Gesandter des Markgrafen von Moferrat. Monferrat war eine kleine Markgrafschaft im Piemont, also in Westitalien, in den Alpen oder im Vorgebiet der Alpen. Und Cayetan war gut bekannt mit diesem Markgrafen, sie waren äh, vertraut. Und dieser Gesandte Urban von Serra sollte jetzt das Gespräch, das Luther mit Cajetan haben würde, schon mal so vorbereiten. Er sollte als Vermittler den Weg ebnen. Und entsprechend hat dieser Urban von Serra Longa mit sehr freundlichen Worten äh, den äh, Luther umschmeichelt und hat ihm gesagt, schau, äh, du kannst einfach nachgeben, weil der Papst darf auch für einen guten Zweck selbst falsche Thesen aufstellen. Ähm, Erinnere dich einfach daran, wie es anderen gegangen ist in der, in der Kirchengeschichte, die auch mal dem Papst widersprochen haben und die dann aber einfach widerrufen haben und es ihnen nichts passiert. Und äh, so kannst du es doch einfach auch machen. Das war so die Botschaft, die der Urban von longa ähm, übermitteln wollte. Er hat dann auch gesagt, man darf den Papst nicht kritisieren. Also von Anfang an... Ist äh, Luthers Auftreten als Kritik, als Fundamentalopposition zum Papst selbst aufgefasst worden, obwohl das der Luther ja eigentlich nie so wirklich vorgehabt hat? Und äh, was der Urban dann auch sagte, hatte dann schon eine gewisse Drohung in sich, nämlich der Kurfürst wird dich nicht immer schützen können, Luther. Er wird dir nicht immer zur Seite stehen können und du solltest dir jetzt überlegen, ob du weiterhin darauf vertraust, dass der Kurfürst so ein bisschen dir wohlgesonnen ist oder, oder nicht lieber gleich in den Schoß der Kirche so zurückkehrst, wie wir uns das vorstellen. Und äh, Luther hat für all das überhaupt gar nichts übrig. Ähm, er ist ja gekommen, um in der Sache mit dem Legat, mit dem Kardinal theologisch zu diskutieren. Und äh, von dieser politischen Schmeichelei hält er überhaupt nichts. Er sieht das als eine Überlistung an und geht auf die Vorschläge von Urban von Seralonga überhaupt gar nicht ein. Übrigens innerhalb dieser Zeit, die er in, in Augsburg verbracht hat, hat Luther auch den Johannes Eck getroffen, seinen äh, fast ja schon muss man sagen, fast seinen Erzfeind mittlerweile. Aber als sie sich dort getroffen haben, haben sie in sehr sachlicher und ähm, ähm, ja, professionelle Atmosphäre miteinander gesprochen. Es ging vor allem um die geplante Disputation, die Eck mit Karlstadt ausführen wollte. Nachdem ja Karlstadt den Eck öffentlich angegriffen hatte mit seinen 380 Thesen und, und Eck jetzt äh, diese Disputation wollte, obwohl es auch um die Inhalte Luthers ging, war formal eigentlich Eck mit dem Karlstadt in äh, Konflikt. Und Luther hat jetzt ein bisschen an Stelle von Karlstadt verhandelt, wo die Disputation stattfinden sollte. Der Eck hat ja bereits einen, ein Datum vorgeschlagen, im, im Frühjahr äh, 1519, und hatte es den Wittenbergern überlassen, wo das Ganze stattfinden sollte. Und äh, die Wittenberger haben jetzt Leipzig oder Erfurt vorgeschlagen und Köln, so war die. Idee sei zu weit entfernt. Und Eck hat sich dann entschieden Okay, wenn Leipzig oder Erfurt zur Wahl stehen, dann machen wir das in Leipzig. Und so ist hier in Augsburg die Entscheidung gefällt worden, dass es im nächsten Jahr eine Disputation in Leipzig geben solle über die Fragen, die zwischen Eck und Karlstadt öffentlich aufgeworfen worden waren. Und diese Disputation, die ist ja dann sehr berühmt geworden, über die werden wir dann in späterer Folge noch ausführlich sprechen. Am 12. Oktober begann dann das Verhör. Es war ein Dienstag und das Verhör fand statt im Fuggerhaus. Dort äh, war kajetan untergebracht, hatte also auch dadurch durchaus signalisiert, dass er einen, einen guten Kontakt zu diesen Bankiers und Finanziers hatte, wie die Kirche ja im Allgemeinen. Man hat dem Luther vorher beigebracht, wie er dem Kardinal, diesem hohen Legaten Roms, zu begegnen habe. Er solle sich zunächst einmal ganz auf den Boden werfen, danach in, auf die Knie gehen und dann dürfe er aufstehen. Und äh, das hat Luther auch tatsächlich äh, so gemacht. Es stellte sich raus, dass die beiden äh, von ihrer Persönlichkeit auch sich gar nicht so sehr mochten. Also sie haben persönlich nicht gut zusammengepasst. Und das hat dann das äh, jetzt folgende Gespräch ja etwas beeinträchtigt. Beide kamen natürlich auch mit bestimmten Vorstellungen, was geschehen solle. Und äh, hatten auch eine gewisse distanzierte Sicht des anderen. Für Kajetan war die Sache klar, er war gekommen, um einen Widerruf entgegenzunehmen. Ja, und äh, wie er meinte, wenn das geschehe, können wir alle wieder ruhig schlafen, dann ist die Sache gegessen. Und dann brauchst du dir, Luther, keine Gedanken zu machen. Aber Luther war äh, enttäuscht darüber, weil er hatte nicht den weiten Weg auf sich genommen, um einfach nur zu sagen, ich widerrufe. Er wollte wissen, was eigentlich falsch war an seinen Thesen und wollte jetzt inhaltlich diskutieren. Das wollte eigentlich Cajetan unter allen Umständen vermeiden, hat sich aber doch jetzt hinreißen lassen für eine inhaltliche Diskussion, die an diesem ersten Verhandlungstag sehr sprunghaft war. Man ging so von einem Punkt zum nächsten, ohne dass man irgendetwas so richtig inhaltlich ausdiskutieren konnte. Kajetan hatte ja im Wesentlichen zwei Punkte herausgegriffen, die für ihn so ähm, das Anliegen Luthers herauskristallisiert hatten. Das war einmal die Frage des Ablasses und dann war das die Frage, ob man sich wirklich sicher sein kann der Erlösung, wenn man einfach glaubt. Ja. Und zunächst einmal ging es um diese Frage des Ablasses und da hat der Kajetan sich auf eine Bulle, Berufen eines mittelalterlichen Papstes, nämlich von Clemens VI. Die Bulle hieß Unigenitus. Und in dieser Bulle hatte der Papst verfügt oder gesagt, dass der, der Papst Kraft seines Amtes über die Verdienste Christi verfügt. Und dementsprechend der Ablass vollständig vom Kirchenrecht abgedeckt ist, so wie er momentan praktiziert wird. Daraufhin entgegnete Luther, dass genau diese bulle die er durchaus kannte die bibel nicht richtig benutzt und äh, bibelverse hier aus dem zusammenhang reißt und als dann cajetan mit thomas von aquinas kam der für ihn einer der größten äh, kirchenlehrer überhaupt war und die autorität hat luther das sofort abgebügelt und gesagt thomas von aquinas ist keine autorität gegen den thomas hat er schon lange etwas und den wollte er nicht gelten lassen und äh, Kajetan hat sofort daraufhin äh, Luther so ein bisschen in die Ecke stellen wollen und deutlich machen wollen, was du sagst geht gegen den Papst. Es gab ja in den Jahrzehnten zuvor, ungefähr 100 Jahre zuvor, gerade im Zusammenhang mit dem Konzil von Konstanz diese Bewegung des Konziliarismus, wo man gesagt hat, das Konzil, das allgemeine Konzil, wo alle Würdenträger der Kirche zusammenkommen, hat noch höhere Autorität als der Papst. Das war damals aufgekommen, weil es ja mehrere Päpste gab und dieses abendländische Schisma. Und äh, mittlerweile hatte Rom aber sich sehr deutlich davon auch wieder distanziert. Und Cayetan äh, versuchte jetzt Luther so ein bisschen in diese Richtung zu drücken. Was natürlich eigentlich in der Sache ähm, ja, interessanter Versuch war. Luther hat äh, darauf reagiert und gesagt, naja, ähm, schau mal, Cayetan, selbst die berühmte Sorbonne, die Universität in Paris, hat gerade erst, das war in diesem Jahr gewesen, wir hatten das in anderer Folge schon thematisiert, an ein Konzil appelliert. Also so offensichtlich ist das wohl nicht, dass der Papst über dem Konzil steht, wenn sogar die Pariser das äh, so formal tun. Das hat dem Cayetan natürlich nicht gefallen und er hat dann etwas... Äh, ähm, ja, erzürnt geantwortet, man werde die Pariser auch genau deswegen bestrafen. Insgesamt ging es, wie gesagt, hin und her, gerade bei dem Thema Rechtfertigung dann hat äh, Luther keinen Schritt auf Kajetan zugemacht. Der, der Kajetan war der Meinung, dass die alte kirchliche Lehre, dass man sich nie ganz sicher sein kann, dass man erlöst wird, weil man ja immer noch eine gewisse eigene menschliche Leistung mit dazugehört Und bei der weiß man nie genau, ob sie gut genug war. Ähm, und davon hab, wollte Luther nichts mehr wissen. Er hat später sogar gesagt, er wäre bereit gewesen in der Ablasssache, auch äh, zu widerrufen oder zumindest äh, ja, mit sich reden zu lassen, aber diese Sache, diese Frage des Glaubens und der Glaubensgewissheit, die konnte er nicht widerrufen. Hier war keine Einigung möglich. Luther wollte nicht abrücken und das hat natürlich den Kajetan ziemlich aufgebracht. Er hat dann irgendwann die Beherrschung verloren. Er galt ja eigentlich als sehr weise. Er war auch recht wortkarg aber auch sehr aufbrausend konnte dann äh, sehr autoritär wirken und mit seiner ganzen Autorität versuchen dann den Luther einzuschüchtern und er kam mehrmals in Schreien hinein, hat Luther angeschrien und das war natürlich auch nicht förderlich für die ganze Sache. Also dieses erste Treffen verlief relativ ergebnislos und hat nur gezeigt, dass hier die Freunden schon relativ verhärtet waren. Am nächsten Tag, am 13. Oktober, am Mittwoch, gab es eigentlich keine eigentliche Verhandlung, sondern Luther erschien jetzt mit Samt Staupitz und vier kaiserlichen Räten, äh, sowohl dann auch einem Notar und äh, verschiedenen Zeugen, um eine Protestation zu verkünden. Also er wollte an diesem Tag nicht irgendwie disputieren, er wollte einfach nur einen formalen Protest einlegen und wie gesagt, er war ja von etlichen Leuten umgeben unter anderem auch natürlich von staupitz der ihm hier beistehen wollte nun was war der inhalt dieser äh, formalen protestation die jetzt in anwesenheit cajetans vom notar aufgenommen wurde luther bekennt hier und das ist sehr interessant er bekennt sich in dieser protestation vollkommen und uneingeschränkt zur römischen kirche und sagt ich will der römischen kirche folgen luther auch im, äh, Im Herbst 1518 geht es in keinster Weise darum, die römische Kirche umzustürzen und das Papsttum aufzulösen. Er will der römischen Kirche folgen, das macht er hier feierlich sehr deutlich. Des Weiteren sagt er aber auch, ich lehne es ab, ein, einen unbegründeten Widerruf äh, zu leisten. Mit anderen Worten sagt er, ich, ich habe Dinge gesagt, Rom sagt oder die Kirche sagt, dass das falsch ist und ich bin gerne bereit, diesen Irrtum zu aufzugeben, wenn mir irgendjemand erklären kann, warum das falsch ist. Und deswegen sagt Luther, er möchte ein faires Gremium haben, das, dem er sich stellen kann. Ähm, er ist ja insgesamt eigentlich auch der Meinung, dass der Cajetan, weil auch er ein Dominikaner ist und äh, sehr von Thomas von Aquinas eingenommen ist, eigentlich kein fairer, unvoreingenommener äh, Richter ist oder das beurteilen kann. Er möchte einfach nur von unparteiischen Gelehrten beurteilt werden. Er möchte einfach wissenschaftlich, geistlich, biblisch wissen, was ist sein Fehler und nicht einfach widerrufen ohne überführt zu sein. Und diese Grundeinstellung, die zieht sich dann durch die Jahre durch und wird zu einem Markenzeichen der Luther lutherischen Reformation, die Bereitschaft zu reden, aber die Weigerung einfach nur aus politischen Gründen oder aus Angst sich zu beugen ohne inhaltlich überführt zu sein. Des Weiteren lesen wir in dieser Protestation, dass Luther ausführt, dass die Papstbulle, die Cajetan angeführt hat, nicht ausreicht. Auch wenn das Kirchenrecht ist in gewisser Weise, kann man aufgrund dieser Papstbulle nicht äh, Luther überführen und er weist Cajetans Argumentation damit ein Stück weit von sich. Als diese Protestation aufgenommen ist, handelt dann Staupitz noch persönlich ein bisschen mit Cajetan. Und erreicht, dass äh, Luther sich schriftlich verantworten kann, dass er eine, eine schriftliche Erklärung zu all den Punkten, die man am gestrigen Tage diskutiert hat, verfassen dürfe. Und Kajetan, der sich ja vorgenommen hat, väterlich und milde zu sein, der erlaubt das und äh, stellt dann aber auch fest, er sei nicht gekommen, um sich mit Luther hier herumzustreiten, sondern sein Auftrag sei lediglich, Luther wieder in die Kirche zurückzuführen so in das Verständnis der Kirche. Nachdem also Staupitz diese Möglichkeit ausgehandelt hat, dass Luther jetzt schriftlich sich darlegen kann, ähm, hat er dann am nächsten Tag, am 14. Oktober, am Donnerstag, diese schriftliche Verantwortung, diese schriftliche Antwort dann übermittelt. Er ist diesmal begleitet worden sogar von einigen sächsischen Reden des Kurfürsten, insbesondere von Rühl und Feilitsch und die sind auch noch gleich aktiv geworden und haben Kajetan ihrerseits noch einmal um ein mildes und faires Verfahren gebeten. Und Luther hat jetzt die Gelegenheit, sein Schriftstück vorzutragen und das ähm, zu übergeben. Und die Punkte, die er dort anführt, sind es auch wert, einmal kurz angeschaut zu werden. Er sagt in diesem Schriftstück, dass die Papstbulle Unigenitus unbiblisch ist und dass auch ein Papst irren kann. Wie gesagt, er will der Papstkirche folgen, er will dem Papstum folgen, aber er will dem Papst nicht mit Kadavergehorsam folgen, sondern er stellt fest, auch der Papst ist ein Mensch und er kann irren. Und er begründet das biblisch mit einer sehr interessanten Argumentation, die er dann immer wieder aufgreifen wird im Laufe der Reformation. Nämlich mit der Tatsache, dass Petrus, der ja vermeintlich oder nach Kirchenlehre der erste Papst gewesen sein soll, äh, was zumindest die katholische Kirche so behauptet, dass auch Petrus, sich geirrt hat, lange nachdem er den Heiligen Geist empfangen hat und lange nachdem er in Pfingsten äh, so eine große Rolle für die Gemeinde gespielt hat. In Galater 2, Vers 11 schreibt Paulus: Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war ihm Unrecht. Und Luther sagt: Wenn der Petrus sich irren kann, dann kann das mit Sicherheit auch derjenige, der sich Nachfolger des Petrus nennt. Dann ist es interessant, dass Luther auch einen Kirchenrechtler zitiert, nämlich den Kirchenrechtler Panormitanus, der, und da hatte Cajetan schon ein bisschen den richtigen Riecher äh, in seiner Behauptung zwei Tage zuvor, der das Generalkonzil als die höchste Autorität bezeichnet und nicht den Papst. Also Luther sagt: äh, Wenn ich äh, ein faires Gremium erwarte und wenn ich. Die des, Unfehlbarkeit des Papstes so prinzipiell erstmal in Frage stelle, dann bin ich nicht nur mit der Bibel in Übereinstimmung, ich bin sogar mit dem Kirchenrecht in Übereinstimmung. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Luther jetzt von verschiedenen Seiten versucht, seinen Standpunkt hier zu begründen. Trotzdem. Versucht Luther dann in dieser schriftlichen Antwort einen Weg zu finden, eine Brücke zu bauen und irgendwie diese Papstbulle doch mit der Bibel in Einklang zu bringen. Also er sagt erst, die Papstbulle ist unbiblisch und der Papst kann irren, aber wahrscheinlich hat der Papst ja vielleicht eigentlich das gemeint und er versucht ein bisschen konstruiert jetzt äh, doch noch irgendwie eine Harmonie zwischen der Papstbulle und dem äh, der Bibel herzustellen. Das äh, wirkt dann aber tatsächlich ein bisschen äh, an den Haaren herbeigezogen. Und äh, diese ja, diese Lösung löst auch das äh, Ablassproblem nicht wirklich. Und äh, des Weiteren stellt er fest, das Thema von der Glaubensgewissheit ist sehr viel wichtiger. Wie gerade angedeutet, das war ihm in Wirklichkeit das Hauptanliegen, nicht der Ablass. Ähm, das war für ihn immer eigentlich nur ein Nebenthema, sondern. Die Erfahrung, die er selbst gemacht hatte, dass der Glaube allein selig macht, dass man nicht auf ein eigenes Werk, auf eine eigene Buße vertrauen muss, mit der man dann Gott irgendwie überzeugen kann, sondern dass der Glaube an das Wort Gottes das ist, was uns gerecht macht. Davon wollte er nicht zurück und das wollte unter keinen Umständen aufgeben. Und hier gab es viele Zitate aus der Bibel und auch bei den Kirchenvätern und für ihn war die Sache glasklar. Und darüber war nicht zu disputieren. Und er erwähnt natürlich auch den Vers, der ihm selbst so viel Licht gebracht hat. Römer 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: der Gerechte wird aus Glauben leben. Und äh, schlussendlich sagt er dann: Hier kann ich nur meinem Gewissen und der Bibel folgen. Und da ist egal, was da kommt, ich meine, egal was die Konsequenzen sind, das ist meine Position. Und damit äh, hat er einen, einen enormen reformatorischen Standpunkt hier eingenommen. Des Weiteren bittet er in dieser schriftlichen Antwort, dass Cajetan sich doch bitte in Rom dafür einsetzen soll, dass man nicht zu so streng gegen Luther vorgeht. Ja. Damit endet so im Wesentlichen die Argumentation dieses Schriftstücks. Und Cajetan äh, verspricht tatsächlich, dass er diese, diese schriftliche Antwort nach Rom senden wird. Aber er hält inhaltlich nichts davon. Er verachtet sie. Er hatte äh, ja sehr arrogant der Cajetan gewesen. Und äh, gerade auch das, was Luther zur Papstbulle schreibt, auch da, wo er versucht, ein bisschen diplomatisch so äh, ja auf den also eine Einheit zu erzeugen, das verachtet der Cajetan. Das ist ihm alles zu, zu zu ungenau und zu, zu, zu weich. Und die ganzen Bibelverse hält er für unzutreffend. Er glaubt, die ganzen Bibelverse, die, die Luther da bezüglich des, der Rechtfertigung aus dem Glauben anführt, die passen alle nicht dazu, die gehören nicht zum Thema und sind nicht zutreffend. Und so sagt Kajetan erneut, du musst wieder rufen. Ja? Also wie gesagt, er, er verachtet diese Antwort und hält sie für falsch und schwach und fordert jetzt Luther auf Widerrufe. Und als Luther dann immer noch nicht wirklich äh, widerrufen möchte, weil er nach wie vor nicht weiß, was eigentlich falsch ist, fängt Kajetan wieder an zu schreien und droht mit... Und interdikt. Er versucht jetzt quasi so ein bisschen mit, mit Einschüchterung den Luther doch noch zu dem zu bekommen, weil Cayetan war ja durchaus in dieser Zwickmühle. Er hatte von Rom den Auftrag, ganz klar hier klare Fakten zu schaffen, aber hatte dem Kurfürsten versprochen, K äh, Luther nicht gefangen zu nehmen und äh, um beiden jetzt gerecht zu werden, konnte er nur darauf hoffen, dass Luther endlich widerruft. Aber der wollte einfach nicht widerrufen. Und das hat Cayetan natürlich jetzt aufgeregt und. Äh, dann beginnt Cajetan noch einmal ganz gründlich den, auf den Luther einzureden. Er hält eine längere Rede, in der er sich ins, insbesondere auf Thomas von Aquinas bezieht. Also, er hätte ja merken können, dass das bei Luther nicht zieht, aber das war nun mal seine Autorität und er fängt jetzt an, nochmal ganz ausführlich den Luther zu belehren, wie der, der Kirchenlehrer Thomas von Aquinas das sieht. Und jedes Mal, wenn Luther ihn unterbrechen möchte, um da einzuhaken, Donnert er dazwischen und sagt, nein jetzt nicht. Und ungefähr zehnmal hat der Luther versucht einzuhaken. Und der, der Kajetan hat das abgewiesen. Und irgendwann hat dann Luther, der ja auch jetzt nicht gerade ein introvertierter Mensch war, die, die Fassung verloren und hat ebenfalls angefangen zu schreien und hat dann dem Kajetan entgegengeschleudert, wenn wirklich in der Papstbulle drin steht, dass der Verdienst Christi dasselbe ist wie der Schatz der Ablässe dann widerrufe ich. Und das war natürlich ein spektakulärer Moment, weil plötzlich Lothar gesagt hat, okay, ähm, egal was die Bibel sagt, egal was die Kirchenväter sagen, wenn deine eigene Quelle, die du anziehst, wirklich das sagt, was du sagst, dann widerrufe ich. Und das hat den Kajetan überrascht äh, und äh, er musste nochmal nachschlagen, ob das da wirklich so drin steht, hat die Papstbulle geholt, hatte, kam außer Atem, musste keuchen und hat dann äh, gefunden, dass tatsächlich sogar in der Papstbulle die Sache nicht so explizit drin stand, wie er, Cajetan das behauptet hatte, sondern dass da differenzierter beurteilt wurde. Das war natürlich relativ peinlich, er hat versucht, das irgendwie äh, unter den Tisch zu kehren, aber der Luther hat sofort nachgehakt und darauf hat dann der Luther fast schon frech geantwortet und gesagt: ähm, der Kardinal solle nicht meinen, dass die Deutschen keine Grammatik verstünden ihm ja, zu verstehen gegeben, hey, ich kenne die papstbulle besser als du selbst. Das hat dann dem Gespräch so ein bisschen den Stempel aufgedrückt. Jetzt war das Ganze mehr oder weniger zu Ende. Kajatan hat gesagt, geh mir aus den Augen und komm nicht wieder, es sei denn, du widerrufst. Ja, Gespräch beendet. Das Ganze ging also im Grunde genommen eigentlich äh, erfolglos äh, vonstatten. Und äh, Luther hat danach... Äh, zum Mittag gegessen mit Staupitz und den sächsischen Reden und sie haben sich ein bisschen beraten, was man jetzt machen solle. Ja, das äh, Ergebnis war nicht so, wie sich alle das gewünscht hatten. Aber Luther macht ganz deutlich gemacht, ich äh, kann nicht widerrufen und auch seine Freunde haben das natürlich inhaltlich so gesehen wie er. Am Nachmittag des gleichen Tages hat Cajetan nochmal die Freunde Luthers eingeladen. Der Luther selbst sollte ja nicht mehr kommen, aber Staupitz und... Wenceslaus Link wurde noch einmal hier ins Fuckerhaus geladen. Kajetan wollte jetzt über die Freunde von Luther ihn doch noch dazu bewegen, zu widerrufen, weil ey, ihm, ihm ging es so sehr darum, dass Luther widerruft. Und äh, so hat er also mit äh, Staupitz und auch mit Wenceslaus von Link äh, debattiert und gesprochen. Und der Staupitz hat dann äh, folgendes gesagt: Er hat gesagt, naja. Ich habe Luther schon geraten, sich der Kirche zu beugen, aber ich bin ihm halt selbst nicht theologisch gewachsen. Das ist natürlich eine interessante Antwort gewesen, die so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass er da versucht hat, ein bisschen zu lavieren. Und irgendwann ist dann auch Staubitz gegangen und der Kajetan hat noch mit dem Wenceslaus von Link weiter verhandelt. Dabei wird dann noch einmal fixiert, welche Punkte Luther widerrufen soll, weil der Kajetan durchaus als Kompromiss vorschlägt, dass Luther nicht alles widerrufen muss. Vieles kann man auch durch theologische Disputation äh, lösen, aber bestimmte Punkte muss er widerrufen. Ähm, aber die Freunde Luthers haben zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr wirklich Vertrauen zu Kajetan. Am nächsten Tag, am Freitag, 15. Oktober, kommt das Gerücht auf, dass Luther mitsamt äh, Staupitz und Link festgesetzt werden soll und zwar von, den, von der Ordensleitung des Augustiner Eremitenordens. Und in dieser Notsituation bestellt der Staupitz den Luther ein und sagt: Hey, ich möchte dir jetzt Folgendes sagen: Du bist mir ja als äh, Mönch zum Gehorsam äh, verpflichtet, weil ich dein Oberer bin. Ja, der, der, der Staupitz war sein Vorgesetzter im, sozusagen im, im Orden. Und hiermit sagte, äh, hat dann der Staubitz gesagt, hiermit löse ich dich von deinem Gehorsamsgelübde. Mit anderen Worten, der Staubitz hat jetzt den Luther freigelassen. Und damit dieser jetzt freier agieren könnte und nicht mehr über Staubitz ähm, dann unter Druck gesetzt werden kann. Und Staubitz hat ihm auch Mut zugesprochen, äh, nämlich hier folgendes Zitat, du sollst ein Gedenk sein, Bruder, dass du dieses im Namen unseres Herrn Jesus Christus begonnen hast. Also gerade in dieser, in dieser Krisensituation hat Luther das wie eine, wie eine göttliche Bestätigung aufgefasst, dass äh, sein alter Mentor und äh, theologischer Berater Staubitz ihm versichert hat, das ist nicht dein eigenes Werk, sondern du kämpfst hier für Jesus. Aber was auch zur Geschichte gehört, ist, dass noch am selben Tag sowohl Staupitz als auch Wenceslaus von Link, die ja beide eine seiner engsten Freunde waren, fast schon fluchtartig die Stadt in Augsburg verlassen haben und Luther allein zurückgelassen haben. Jetzt hatte jeder Angst um sein Leben, Staupitz war weg und äh, Link war weg. Und Luther hat intellektuell verstanden, dass das das Beste war, was sie machen konnten, weil äh, sie würden sich nur in Gefahr bringen und es würde keinen Sinn machen, sie zu opfern. Aber emotional. Hat ihn das sehr getroffen und hat ihm sehr zu schaffen gemacht, dass jetzt seine Freunde weg sind und er alleine jetzt hier in Augsburg ausharrt, nicht wissen, was passieren wird und was der Kajetan jetzt vielleicht noch machen wird. Am selben Tag, am 15. Oktober, ist der Karl von Miltitz, von dem wir schon gehört haben, offiziell zum päpstlichen Nuntius, also zum päp päpstlichen Gesandten, ernannt worden für Kursachsen. Und nicht nur die Luther-Sache ist ihm aufgetragen, sondern auch die Angelegenheit der Türkensteuer, die ja schon auf dem Reichstag in Augsburg diskutiert worden war, und auch die Frage der Königswahl. Der Karl von Miltitz soll sich dafür einsetzen, dass der Kurfürst eben weiter bei seiner Opposition gegen Karl äh, von Spanien bleibt. Man hat diesem Lebemann Karl von Miltitz auch in Rom nicht allzu sehr vertraut und ihm gesagt, du gehst nicht eigenständig vor, sondern sprichst dich immer mit cajetan ab. Und so war Karl von Miltitz ein bisschen auch gebunden. Lotte hat dann die nächsten Tage in Augsburg gewartet, aber keine Antwort von cajetan Erhalten und er hat dann etwas umgesetzt, was ihm Staupitz und auch die sächsischen Räte geraten haben, nämlich noch einmal offiziell und juristisch formal zu appellieren, also quasi eine Art Revision zu fordern. Er ist dort zu dem Augsburger Notar Gallus Kunigenda gekommen. Und hat dann appelliert, ja, an wen kann man appellieren, wenn es um den Papst geht? Es gab die theoretische Möglichkeit, die Luther jetzt ausgeschöpft hat, nämlich vom Kardinal und einem schlecht unterrichteten Papst an einen besser zu unterrichteten Papst zu appellieren. Also mit anderen Worten, die Idee war, der Papst ist nicht über die gesamte Ausgangslage informiert und kann momentan so kein Urteil fällen, man muss ihn erst über... Alle Seiten informieren, dann kann er ein Urteil fällen. Und an diesen besser unterrichteten Papst möchte Luther oder hat Luther appelliert. Und das war rechtlich möglich, und so ein letzter Strohhalm. Übrigens wurde im Oktober, just in der Zeit, wo er in Augsburg war, in Basel anlässlich einer Herbstmesse die erste Gesamtausgabe aller bisherigen lateinischen Schriften von Luther herausgebracht. Verantwortlich dafür war der bekannte Drucker Froben. Basel war ja so ein Eldorado des Buchdrucks und der Wissenschaft. Auch Erasmus hat dort viele Bücher drucken lassen. Und das. Äh, Vorwort für diese Gesamtausgabe stammte von Wolfgang Köpfle Capito, der die Ausgabe auch angeregt hatte, der es initiiert hatte, und er schrieb dieses Vorwort allerdings anonym. Weil er, ja, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, doch eher sehr vorsichtig war. Aber der Inhalt war interessant. Er verglich den Luther mit einem von Gott gesandten Daniel für diese Zeit. Und durch diese neue Gesamtausgabe auf Latein hat sich das Gedankengut von Luther sehr schnell noch einmal verbreitet. Weit über die deutsche Grenzen in der gesamten gelehrten Welt. Luther hat dann am 17. Oktober auf Rat von Staupitz und auch von Link noch einen weiteren Brief an Cajetan verfasst, einen sehr persönlichen, äh, versöhnlichen Brief, und dann über den Augustiner Prior, den an Cajetan gesandt. Ähm, Luther entschuldigt sich in dem Brief, dass er nicht demütig genug gewesen ist. Ähm, er verspricht in dem Brief auch nicht weiter über das Ablassthema zu sprechen. Wenn die bedingung ist wenn die gegenseite das heißt die, die, die päpstliche seite auch nicht mehr diese, diese, dieses thema aufrührt also quasi wie so eine art äh, theologischen waffenstillstand er ist auch bereit ähm, alles zu widerrufen aber eben und das ist der punkt nicht gegen seinen gewissen er braucht einfach biblische gründe und thomas von aquinas reicht nicht aus cajetan erhält den brief und ist enttäuscht und frustriert, er möchte einfach diesen Widerruf und er bekommt ihn nicht und er hat keine biblischen Antworten, die er dem Luther entgegengeben ähm, kann. Und weil er so enttäuscht ist, antwortet er nicht und das äh, enttäuscht den Luther wiederum. Und so äh, kommen sie einfach nicht zusammen. Am nächsten Tag hat Luther dann noch einen zweiten Brief verfasst und äh, kündigt dann an, er werde jetzt demnächst abreisen und äh, erklärt, ich habe appelliert. Und das war notwendig. Diese Appellation musste, um wirklich wirksam zu sein, öffentlich angeschlagen werden, aber das war bisher noch nicht geschehen. Und so wartet Luther, ob vielleicht der Kajotan doch noch irgendwie einlenkt. Er wartet den 19. Oktober und er wartet den 20. Oktober. Ängstlich, was jetzt passieren wird, und es kommt keine Antwort. Und dann entscheidet sich Luther, ähm, dass das Beste ist, jetzt die Flucht zu ergreifen, solange die Möglichkeit noch besteht. Und am Abend des 20. Oktobers flieht er aus. Augsburg mit einem Pferd reite die gesamte Nacht 60 Kilometer bis nach Monheim. Ähm, die Appellation wird immer noch nicht veröffentlicht, weil man versucht von Seiten äh, des Kardinals den Notar, der die Appellation an sich genommen hat, zu einzuschüchtern, damit er sie nicht veröffentlicht. Und trotzdem wird sie dann am 22. Oktober noch einige Tage später offiziell angeschlagen an der Tür des Augsburger Doms und war damit dann rechtskräftig. Am selben Tag hat Luther Nürnberg erreicht und dort hat man ihm geraten, schnell nach Sachsen zu kommen, wo er dann sicher sein wird. Am 24. Oktober schrieb der Papst dem Kurfürsten einen Brief anlässlich der geplanten Überreichung der Tugendrose. Und der Brief war sehr schmeichelhaft geschrieben. Man versucht über diese Ecke jetzt irgendwie in die Luther-Sache eindringen zu können. Und äh, nicht nur an den Kurfürsten wurde geschrieben, auch an, den, äh, an Spalatin und an den Rat und an den Amtsmann von Wittenberg. Und äh, all diese Briefe sollten auch den Weg ebnen für Karl von Miltitz. So hat auch Cajetan an den Kurfürsten geschrieben, und zwar einen Tag später, am 25. Und Cajetan berichtet jetzt, wie dieses Gespräch in Augsburg ausgegangen ist. Luther spricht gegen den Papst. Das war seine These. Und Cajetan ähm, fordert von dem Kurfürsten: liefer Luther aus. Nach Rom, und äh, zumindest sollte er aus Kursachsen vertrieben werden. Und wieder kommt so eine leichte Drohung. Der Kurfürst solle doch nicht seine Ehre und die Ehre seiner Vorfahren aufs Spiel setzen, wegen einem Bettelmönch. Also, damit ist versteckt diplomatisch angedeutet. Friedrich, wenn du weiter den Luther beschützt, dann könnte es auch dir selbst schädlich sein. Am 31. Oktober hat Luther dann wohlbehalten Wittenberg wieder erreicht. Und er wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie seine Sache ausgehen äh, werde. Er hat noch darüber nachgedacht, noch eine weitere Appellation zu verfassen, nicht nur an einen besser zu unterrichteten Papst, sondern möglicherweise tatsächlich formal juristisch wie die Pariser, auch an ein. Konzil. Er musste sich jetzt allerdings erst wieder dem Alltag an der Universität widmen, obwohl er sich ungewiss war, was mit seinem Leben jetzt weiter passieren würde. Er hatte auf viel es gab den vielfachen Wunsch, dass er noch einmal über die Psalmen eine Vorlesung halten würde, und so begann er jetzt im Wintersemester mit einer solchen Vorlesung. Er hatte ja in, der vergangen, in den vergangenen Semestern vor allem über das Neue Testament gelesen, mit den Hebräerbrief, über ähm, den Galaterbrief, über den Römerbrief. Mit dem Psalm hat er ursprünglich mal angefangen. Und jetzt sollte seine so zweite Vorlesung folgen über die gesamten Psalmen. Das war über mehrere Jahre angelegt. Die Psalmen waren zeitlebens ein ganz besonderer Schatz für den Luther, in denen er das ganze Evangelium fand und vor allem diese praktische äh, Frömmigkeit, dieses praktische Leben mit Gott, das ihn so sehr interessiert hat. Er war in diesem Semester sogar turnusmäßig der Dekan der theologischen Fakultät. Und sein Freund und Mitstreiter, der Bartholomäus Ben Hardy, wurde für dieses Semester sogar zum Rektor dieser Universität in Wittenberg. Er ist in dieser Zeit auch in die theologische Fakultät aufgenommen worden als Lizenziat. Und. Äh, als in der im nahegelegenen Kemberg der Pfarrer an der Pest stirbt, ist dann Bartholomäus Benhardi ähm, dort zum Pfarrer gewählt worden und er war dann tatsächlich der erste ta gewählte Pfarrer, der die neue Lehre, die solotherische reformierte Lehre, in seinen Predigten verkündigt hat. Ebenfalls in dem Wintersemester als neuer Lehrer angestellt worden war der äh, Esti Campianus, der wie wir in früheren Folgen mal gesehen haben, auch mal gekrönter Dichter war durch den Kaiser und äh, ein bekannter Humanist war, der fast überall an den Universitäten schon unterrichtet hatte und überall nicht lange ausgehalten hatte, weil er auch ein etwas äh, komplizierter Charakter war. Er wurde nach Wittenberg berufen, um dort antike Schriftsteller zu unterrichten, aber hat schon bald auch mit theologischen Vorlesungen äh, begonnen, vor allem über Hieronymus. Und äh, das hat Luther nicht so sehr gefallen. Ja, der Luther war da nicht so der größte Freund davon anfang november ist die frage vollkommen unklar wie geht es weiter mit luther in nürnberg wird darüber spekuliert dass friedrich iii möglicherweise zu luther halten könnte weil ihm ja an der universität gelegen sein musste derweil verfasste auch Pierias, der von rom beauftragte gutachter eine antwort auf luthers antwort auf sein, äh, sein gutachten und daran stellt er fest luther hat nichts widerrufen und äh, Pirras ist natürlich sehr ärgerlich über die persönlichen Angriffe, die Luther gegen ihn vorgenommen hat. Und er sagt, Luther ist ein Schismatiker, einer, der die Kirche trennt und teilt. Und Luther ist ein Böhme. Also immer wieder sehen wir hier schon, wie Luther in die Ecke der Hussiten gestellt wird, ohne dass Luther überhaupt sich dessen äh, gewahr ist. Und äh, Pirras verteidigt natürlich auch Thomas von Aquinas als einen großen Kirchenlehrer, äh, wie wir hier in dieser Antwort sehen können. Nun. Am 9. November geschieht dann etwas, was der Sache eine dramatische Wendung nimmt oder gibt. Papst Leo X erlässt eine Bulle, die heißt Cum Postquam und in dieser Bulle sagt er, dass das, was bisher die gängige Praxis in der Ablassache gewesen ist, ist ab dem heutigen Tag Dogma der Kirche. Vermutlich hat Kajetan das angeregt, weil... Das Schlupfloch, durch das der Luther bisher immer durchgekommen war, war die Tatsache, dass über den Ablass es bisher keine dogmatische Definition gegeben hatte. Und alles, was nicht dogmatisch definiert war, so war das Verständnis in der Kirche, über das durfte diskutiert und disputiert werden. Was als dogma festgelegt war, war nicht mehr anzuzweifeln. Und da bisher der Ablass nicht dogmatisch festgelegt war, konnte Luther immer sagen, naja, es ist doch eine Sache, über die man diskutieren darf. Und äh, er wollte wissen, was, woran er falsch liegt. Und die Antwort von Rom war, ab heute ist es Kirchenlehre, du darfst nicht mehr darüber diskutieren. Und das hat den Luther natürlich zutiefst schockiert, weil es den Geist Roms ihm deutlich offenbarte. Damit war ein Teil der Argumentation Luthers in der Methodik zerstört. Er konnte jetzt nicht mehr sagen, naja, darüber darf ja doch diskutiert werden. Es zeigte sich jetzt also, dass... Äh, dass Rom wirklich äh, diese Sache mit Vehemenz durchziehen wollte. Mitte November hat sich dann Miltitz äh, schlussendlich auf die Reise gemacht äh, nach Kursachsen, um dort seine Mission aufzunehmen. Und Luther war jetzt emotional sehr aufgewühlt. Er wusste, aus Rom ist keine Gnade zu erwarten. Die äh, scheren sich nicht einmal um eine inhaltliche Diskussion, sondern die sagen einfach: Wir haben gesprochen und so muss es glauben. Von Rom und vom, vom Legaten konnte er nichts erwarten. Seine Hoffnung bestand jetzt darin, dass der Kurfürst, in dessen Macht er stand, ihn jetzt nicht nach Rom ausliefert. Und so schreibt Luther am 19. November einen Brief, der unter die wichtigsten Briefe Luthers überhaupt gerechnet werden kann. Ein wirklich eindringlicher Appell und ein sehr emotionaler Brief, in dem er den, den Kurfürsten sehr persönlich auch anspricht. Und hier geht es plötzlich um existenzielle Fragen. Zunächst einmal legt Luther in diesem Brief noch einmal seine Sicht dar, was eigentlich wirklich in Augsburg geschehen ist, weil der Kurfürst kannte bisher die Sicht von Cayetan. Und äh, sehr ausführlich äh, beschreibt Luther jetzt dem Friedrich, äh, was gesagt worden ist und warum er wie reagiert hat und äh, wie das so gewesen ist. Und äh, dann macht er einige wirkliche bewegende Aussagen. Er sagt hier, darum bitte ich auch, oder bitte auch ich wiederum, und wiederum, und zum dritten Male wiederum, also das ist wirklich wichtig, eure Durchlaucht wolle denen nicht glauben, die, die da sagen, der Bruder Martin habe übel geredet, ehe er gehört und belehrt werde, dass er übel geredet habe. Petrus hat geirrt auch nachdem er den Heiligen Geist empfangen hatte. Es kann auch ein Kardinal irren, so gelehrt er auch sein. Also Luther sagt, bitte, lieber Kurfürst, glaube nicht der Darstellung von Kajetan, bevor du nicht alle Fakten gehört hast. Lass dich nicht von ihm bezirzen oder einschüchtern. Weiter sagt er, daher nehme eure Durchlaucht <laughs> ihrer Ehre und ihres Gewissens wahr, indem sie mich nicht nach Rom schickt. Denn der Mann hat dies eurer Durchlaucht nicht zu befehlen. Da es unmöglich ist, dass ich in Rom sicher sein sollte, und dies nicht anderes wäre, als eurer Durchlaucht zu gebieten, dass sie das Blut eines Christen verriete und ein Mörder würde. Das sind wirklich spektakuläre Sätze. Luther sagt: Lieber Kurfürst, mit aller ergebenen äh, Unterwürfigkeit, der Kardinal hat nicht das Recht, dir zu befehlen, mich ohne echte Gründe auszuliefern, weil dadurch, lieber Kurfürst, würdest du selbst zum Mörder werden. Also hier hat der Luther wirklich alles in die Waagschale geworfen. Er hat gesagt, ich bin unschuldig, bitte verrate mich nicht. Aber ihm war bewusst, dass er das nicht in den Händen hält, sondern dass der Kurfürst sich jetzt entscheiden muss, wie er vorangeht. Auch für den Kurfürsten stand ja einiges auf dem Spiel. Denn mit Rom war nicht leicht äh, zu streiten. Und Luther sagt, glaube ja nicht, wenn Sie dann sagen, ja, du wirst ein faires, der Luther wird ein faires Verfahren in Rom bekommen. Er sagt hier, Sie haben Papier und Tinte und Federn in Rom, Sie haben unzählige Notare, es wird leicht sein, auf Papier zu verzeichnen, worin und weshalb ich geirrt habe. Ich kann mit geringeren Unkosten abwesend durch Schriften belehrt werden, als anwesend durch Hinterlist umgemacht. Mit anderen Worten, er sagt, wenn ich erstmal nach Rom komme werden die mich umbringen und sie werden dann mit irgendwelchen Notaren behaupten ich hätte das und jenes gesagt das Papier ist geduldig <laughs> wenn ich erstmal nach Rom komme dann ist es aus mit mir bitte schick mich nicht nach Rom das war seine inständige Bitte und dann sagt er sogar Folgendes und das ist sehr interessant das zeigt so ein bisschen die Geisteshaltung von Luther aber ich wünsche bitte und begehre dass eure Durchlaucht in allen Dingen der Kirche und dem Papste anhange, mir aber in allem entgegen sei. Mit anderen Worten, er sagt, ich wünsche mir, Kurfürst, dass du dem Papst folgst und nicht auf meiner Seite stehst. Du kannst gerne gegen mich sein. Ausgenommen dies eine, wolle sie für mich vielmehr, für die heilige Wahrheit, für die Ehre der Kirche und, und des Papstes, ja auch für die Ehre des hochwürdigsten Herrn Legaten, also Kardinal, äh, Kajetan, endlich auch um des guten Namenswillen eurer durchlauchtigsten Hoheit erbitten. Also er sagt, ich möchte nicht, dass du auf meiner Seite stehst, Kurfürst. Du kannst auf der Seite des Papstes stehen. Du kannst auf der Seite Rom stehen. Du kannst gegen mich sein. Aber bitte, 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 tu mir nur einen einzigen Gefallen. Was ist der Gefallen? Dass endlich einmal die Gründe und Schriftbeweise an den Tag kommen, durch welche, wie man meint, mein Irrtum da getan werde. Luther sagt: Ich brauche keinen Freund, der meiner Meinung ist. Was alles, was ich wissen will, ist: Wo widerspreche ich der Bibel? Er ist Bibelprofessor. Er ist Christ. Er war bisher in dem Glauben aufgewachsen, dass die Kirche die einzige wahre katholische Kirche in Rom der Bibel folgt. Und er hat die Bibel entdeckt, er hat dinge in der Bibel entdeckt, die er bisher nicht gehört hatte, und kommt jetzt plötzlich in Konflikt mit Rom und er sagt: Alles, was ich wissen möchte ist, wo liege ich falsch? Und alle Versuche mit dem Kajetan oder mit überhaupt mit Rom das auszuloten, sind gescheitert, weil niemand mit ihm auf der biblischen Ebene argumentiert. Und er sagt, bitte, lieber Kurfürst, schicke mich nicht nach Rom, bevor das nicht biblisch behandelt worden ist. Und dann, weil er ja weiß, dass dem Kurfürsten, wenn der Kurfürst ihn jetzt da behält in Wittenberg, möglicherweise das Interdikt droht. Das heißt, dass. Das Land, das in dem Land vom Kurfürsten keine Messen mehr gelesen werden dürfen, keine, keine Hochzeiten gefeiert werden dürfen. Das ist ein echtes Druckmittel gewesen, um, um die Fürsten und die weltlichen Könige dann wieder auf Linie zu bringen. Deswegen schreibt Luther folgende bewegenden Worte. Deshalb, damit nicht eurer durchlauchtigsten Hoheit um meinetwillen irgendein Übel widerfahre, was ich am allerwenigsten wollte. <laughs> Siehe. So verlasse ich euer Land und will gehen, wohin der barmherzige Gott will, und mich in seinen göttlichen Willen ergeben, er mache es mit mir, wie er wolle. Luther hat Ende November 1518 ernsthaft erwogen, Wittenberg zu verlassen und in ein fernes Land zu ziehen, um den Kurfürsten zu schützen. Luther hat tatsächlich in der Zeit vor allem mit dem Gedanken geliebäugelt, nach Frankreich auszuwandern, um dort äh, neu anzufangen. Und das war nicht einfach nur der Herr gesagt, das war eine ernsthafte Option, die er sich stellte, die ihm eigentlich relativ realistisch vorkam. Der, die Universität hat dann ebenfalls auf Initiative von Luther an den Kurfürsten geschrieben und sich dafür eingesetzt dass der kurfürst doch bitte beim papst erreichen solle dass man die gründe für luthers verurteilung bekannt mache ja, es geht um die ehre der kirche es geht auch um die ehre des papstes und äh, man vermutet nach wie vor dass der papst selbst vielleicht gar nicht wirklich über die wahre sachlage informiert ist sondern dass auf irgendeiner anderen ebene böse ränkespiele versuchen den luther zu, ja, zu, zu schaden der Kurfürst selbst hat dann auch über seinen Kämmerer nachfragen lassen, äh, was bisher die kaiserlichen äh, Räte unternommen haben. Das Ganze war jetzt auf höchster politischer Ebene, das war ein großes Politikum. Und äh, es ging darum, ob man weiterhin die Luther-Sache nach deutsche, auf deutsche Gerichte übertragen könnte. Eine weitere Professur in diesem äh, Spätherbst ging in Wittenberg an Johann Böschenstein für Hebräisch. Und äh, sein Unterricht ist sehr zwiespältig aufgenommen worden. Nach einigen Meldungen war er enorm langweilig und hat das Hebräisch nur um das Hebräische willen gemacht. Andere fanden es wohl ganz interessant, aber äh, er ist dann nicht mit großer Begeisterung im Allgemeinen aufgenommen worden. Am 25. <laughs> November hat dann Friedrich III. erlaubt, dass die sogenannten Acta augustana doch veröffentlicht werden dürften. Das war eine schriftliche Dokumentation dessen, was in Augsburg geschehen war bei dem Verhör um Kajetan. Und zuerst hatte er das nämlich abgelehnt. Er, hatte gesagt, er wollte nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, aber jetzt äh, hat er sich dafür ausgesprochen, okay, es darf veröffentlicht werden, damit äh, die Welt erfährt, was dort genau passiert ist. Und dann hat Luther ähm, diese Option gezogen. Und am 28. November in der Heiliggeistkapelle tatsächlich eine zweite formal-juristische Appellation verfasst vom Papst an ein Konzil. So wie es auch die Pariser Universität getan hatte. Auch formal hat er sich relativ äh, an der Pariser Appellation orientiert. Also Luther kannte sich aus, auch aus dem, was so in, in der weiten Welt geschehen ist, und hat versucht, das auch für seine Zwecke auch zu nutzen. In dieser Appellation hat Luther dann äh, noch einmal so im, im, im Kurzgang die bisherigen Ereignisse zusammengefasst seit der, dem, dem Anschlag der 95 Thesen und äh, hat sehr deutlich hier, deutlicher als vielleicht zuvor, die Irrtumsfähigkeit des Papstes dargestellt und wie schon gesehen auch in Augsburg mit Galater 2 begründet, Petrus hat sich geirrt, dann kann man nicht behaupten, dass der Papst unfehlbar sein kann. Aber diese Appellation, und das war auch äh, Teil der Idee, sollte zunächst einmal nicht veröffentlicht werden, sondern erstmal so als, als äh, Ass im Ärmel noch zurückbehalten werden, obwohl sie jetzt auch schon ähm, formal ausgeführt worden war. Ende November hat äh, Karl von Milzitz Augsburg erreicht und da hat er kurz noch Kajetan getroffen. Der ist dann aber dem kaiserlichen Hof weiter... Nachgereist und äh, Miltitz ist dann in Gespräche gekommen. Der, die Kämmerer, äh, der sächsische Kämmerer, Pfeffinger, äh, ist dort in der Gegend gewesen. Mit ihm hat er erste Sondierung gehabt, ist dann auch von Augsburg nach Nürnberg weitergereist. Und die goldene Rose, die er dem Kurfürsten übermitteln wollte und auch die Briefe, sind aber zunächst in Augsburg verblieben. Ende November Sah die Sache ungemein ungewiss aus für Luther. Er wusste nicht, was die Zukunft bringt und alles schien offen, dass der Kurfürst ihn nach äh, Rom übersendet und er dort als Märtyrer stirbt, dass er vielleicht nach Frankreich geht und äh, neu anfängt. Alles war irgendwie offen. Er rechnete jetzt fest, von Rom gebannt zu werden und der Spalatin hat dann mit ihm gesprochen und ihm davon abgeraten, jetzt überhastet nach Frankreich zu gehen. Und Trotzdem ist dieser Gedanke bei Luther nicht gleich äh, abgestorben. Er hat auch gegenüber der Wittenberger Gemeinde äh, diese Idee angedeutet, er könnte jetzt bald weggehen. Das war auch nicht auf, Nür auf ähm, Wittenberg beschränkt, sondern auch in Nürnberg kursierten diese Gerüchte, Luther könnte vielleicht außer Landes gehen. So war also Wittenberg Ende 1518 in einer äußersten Schwebesituation. Man wusste nicht. Ist das, was Lothar angestoßen hat, ist das überlebensfähig oder wird es in den nächsten Wochen und Monaten in sich zusammenbrechen unter dem eisernen Hammer Roms, der alles zerschmettert? Wie es weitergegangen ist und was dann aus der Sache geworden ist, sehen wir in der nächsten Folge. Dann wird es heißen Tage der Entscheidung. Wir werden uns anschauen, wie das Jahr 1508 zu Ende gegangen ist und natürlich auch, was so viele andere Reformatoren in diesem Jahr erlebt haben, ohne dass man das immer genau datieren kann. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten hier auf Juul Media zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.